So, man soll ja mit Betroffenen reden. Daher haben wir hier heute Lexi zu Gast. Ich hoffe, das passt jetzt dekadent und Co. Dass wir endlich mal mit Verständlich nicht. Betroffenen hier reden. Ich denke auch nicht. Lexi, stell dich gerne mal kurz vor. Da bin ich. Ich bin eine ganz, ganz kleine Streamerin auf Twitch. Mach da so ein bisschen mein Ding, versuche ein bisschen Aufklärung zu treiben gegen diesen ganzen Woken-Wahnsinn. Finde das halt unter anderem sehr, sehr schlecht, wie man zum Beispiel eine Porsche X hinstellt und sie aus dem Zusammenhang reißt und deformiert. Na, ich versuche andere neutrale, normale Gesichtspunkte mit ins Thema einzubringen. Und wenn ich mich vielleicht noch politisch beschreiben sollte, ich sehe mich eher als unpolitisch. Mir wurde wohl gesagt, ich wäre so eher konservativ links. Ich sage aber so immer, meine Zielgruppe, das greife ich gerne von Daniela Ganser auf oder wie der gut hieß. Meine Zielgruppe ist halt der Mensch. Was da Ganser oder war es hier KenFM? Ich glaube, es war KenFM. Ja, ich finde diese Einordnung in Lager links und rechts eh immer ganz schwierig. Ich sehe mich da auch nicht wirklich ganz wieder in einem von beiden Lagern. Ich kann vieles auf beiden Seiten verstehen und so weiter. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Ja, ich habe gehört, dich sehen einige als sehr problematisch und so weiter, weil. Ja. Ich weiß gar nicht, wie kann man auch als Transperson transfeindlich sein oder geht das oder? Also meiner Meinung nach nicht, deren Meinung nach schon. Das liegt halt auch unter anderem daran, wie definierst du transfeindlich und wie definierst du, was trans ist? Ne? Da hatte ich erst gestern, wo ich gestreamt habe, den Enchigi bei mir. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich am Anfang ein bisschen emotional, weil ich halt weiß, aus welcher Bubble der stammt und mit welchen Leuten er abhängt und welche Leute er white knightet. Eine Finessi. Ja, und da war ich dann halt ein bisschen schlecht gelaunt. Ich habe dann versucht, aber wieder runterzukommen, ihm zu erklären, was so mein Problem ist mit dieser Woke-Bubble und mit ihrer Definition von Trans und dass das halt absolut gegenteilig ist und nicht den Menschen hilft, die wirklich betroffen sind. Ja, das Ding ist halt, es wird heute auch sehr viel schon als transfeindlich bezeichnet, weil für eine Feindlichkeit würde ich eigentlich immer denken, dass eine wirklich bösartige Absicht mit wirklich schlechten Hintergrundgedanken und sowas dazugehört. Aber wir hatten ja jetzt in letzter Zeit erst die Debatte, dass es anscheinend schon transfeindlich ist, wenn man jetzt Transpersonen nicht daten möchte, zum Beispiel. Ja, das Ding. Was ich vielleicht zu dem Dating erwähnen dürfte, ne, das habe ich auch Salami schon in die Kommentare geschrieben, was er leider nicht gesehen hat. Gehen wir doch mal anders an die Sache ran. Wenn du jemanden daten willst, schreibst du dich nicht vorher mit dem mehrfach? Im So rein Normalfall schon. hypothetisch. Ja. So, und jetzt ein ganz kleiner Geheimtipp von mir als Transperson. Wenn du zu Beginn direkt sagst, hier, ey, weiß nicht, hast du auf mein Profil geguckt? Hast dir das mal angeguckt, einfach um sicher zu gehen, dass das nicht so ein Creep ist, da einfach nur also, guckt, ah, geiles Bild, weiß schon. Guck mal bitte lieber drauf, ich wollte nur sagen, dass ich trans bin. Ne? Wenn du das direkt zu Beginn machst, bevor irgendwie eine Interaktion stattfindet oder groß was, ersparst du dir Energie, Zeit und Nerven. Ja, ich Weil finde, dann es ist halt sowas wie Alter zum Beispiel. Wenn, zum Beispiel sollte man ja auch irgendwie wissen, weil sonst kann das ja auch später rauskommen und einfach nicht passen deswegen. Das ist ja dann auch nicht, egal ob man jetzt jünger oder älter als der andere ist, es sollte man ja auch einfach recht früh beidseitig wissen. Das ist weit korrekt, aber das Ding ist halt im Dating, und damit möchte ich dich jetzt nicht per se meinen, gibt es halt sehr viele Männer da draußen, die sind halt, wie soll ich sagen, sehr Intimbereich gesteuert. Ne, die gucken auf Bild, denken, ja, rubbel die Katz, da will ich drauf. Ja, gibt Ne? es. Es gibt sogar sehr viele davon und die gucken dir halt nicht dein Profil an. Ne? Und da ist halt am optimalsten, wenn du das direkt zu Beginn anmerkst. Ne? Du fragst halt, hast du dir mein Profil angeguckt? Hast du zufälligerweise gesehen, dass da drin steht, dass ich trans bin? Dann hast du schon ganz, ganz viel geklärt. Weil dann schätze ich nämlich Folgendes aus: Entweder das ist ein normaler Typ, der dich kennenlernen will. Dann schreibst du weiter.
Oder es ist der normale Typ, der halt mit Transpersonen nichts zu tun haben will. Dann ist das schon komplett vorbei. Oder du hast einen Creep, nenne ich es jetzt mal, der dich sofort fetischisiert und nur auf deinem Intimbereich aus ist. Den kannst du dadurch auch ganz schnell ausgrenzen, also ausschließen. Oder du hast halt dieses Arschloch, welches dich versucht zu Beleidigungen runterzusauen. Aber genau das, es ist doch eigentlich schon die perfekte Auswahl, die übrig bleibt. Also wenn du sagst, dann weißt du doch genau, wo du dran bist. Ich meine, wo ist denn dein Vorteil, wenn du es nicht sagst? Ja, pass auf, das ist das, war was da eine Finessi, eine Tantaruk und diese Frau, um die es da geht, die in dem TikTok, die gehen davon aus, wenn sie es nicht sagen und im Prinzip im Dating mit dem Typen dann im Battle vielleicht landen und das läuft, dass er dann eventuell drüber hinweg guckt, ob du trans bist oder nicht. Ne, dass das dann hinhaut und alles super läuft und dass es vielleicht die große Romanze wird. Also, Was weiß ich nicht alles. dass du ihn täuscht, so lange, bis er es akzeptiert, oder? Na, entweder das oder dass sie sich erhoffen, dass sie dadurch weniger Creeps auf sich aufmerksam machen. Weil das ist eigentlich das größte Problem, über was die nämlich auch nicht sprechen, im Dating als Transperson. Damit ziehst du ganz besondere Männer an, die halt dich sofort, ich sag's gerne, mit der Polo-Brille einfach nur betrachten und dann ihre ganz speziellen Fantasien haben. Ja, safe. Also das ist auf jeden Fall, ja, kann ich mir vorstellen, dass das hat ja eine Finessi zum Beispiel gar nicht gesagt. Die hat ja einfach nur gesagt, ja, wenn du deswegen ausschließt, dann bist du transfeind. Das war ja das Einzige, was sie gesagt hatte. Ja, Finessi ist ja auch nicht mitten im Leben stehend. Ohne jetzt dich anzugreifen auf dein Alter, du bist für dein Alter relativ weit im Kopf, um es mal so auszudrücken. Dafür erstmal ganz viel Props an dich raus. Aber eine Finessi, die mit 23, die 23 ist, die keine Ahnung vom Leben hat, Sachen raushaut, von denen sie keine Ahnung hat, plus weil sie ihren kompletten Angleichungsprozess zum Beispiel schon hinter sich hat. Die noch gar nicht weiß, wie ist draußen eigentlich die große, weite Dating-Welt. Na, sie hat ja selbst gesagt, wo hat sie gedatet? Auf OkCupid. Damit hat sie bisher nur gute Erfahrungen gehabt. Ja, Mädel, dann geh mal bitte auf Planet Romeo, geh mal bitte auf Gay Royale, geh bitte auf, was gibt's noch? Travesta, schau dich dort mal um und dann sprechen wir uns nochmal, ob die Männer denn alle so nett sind, ob die Männer nicht doch eventuell seltsam sein können. Definitiv, also sie lebt ja auch ziemlich in einer Art Echokammer und so weiter. Ich finde das wirklich auch nicht zielführend, so alles und jeden als transfeindlich zu bezeichnen oder generell, egal ob als sexistisch, rassistisch, was auch immer, weil was ist dein Ziel? Also dann sind am Ende alles irgendwie schlechte Menschen, ne? Am Ende haben sie immer noch ihre Ansichten, dann akzeptieren sie es im schlimmsten Fall und dann sagen sie, ja gut, dann bin ich halt transfeindlich, ausländerfeindlich, was auch immer. Dann hat man doch auch nichts gewonnen. Das ist richtig. Das Problem ist halt, das, was die guten Leute auch nicht verstehen. Sie treiben die normalen Menschen aus der Mitte, die sich eigentlich davon fernhalten wollen. Die sagen, mir ist es egal, was du machst, mach dein Ding. Ja, die treiben die mit solchen Aussagen prinzipiell ab nach rechts. Weil die haben dann von solchen Leuten die Fresse voll. Die sagen, wieso soll ich denn mich mit den Leuten beschäftigen, die behaupten doch sowieso, bloß weil ich der Meinung nicht bin, dass ich ein Kacknazi oder Rechter bin. Das ist doch das, was dann im Endeffekt bei rumkommt. Und das ist eine Sache, die sie nicht sehen wollen. Was übrigens auch eine sehr kritische Sache ist, die diese Wokies ungern sehen wollen und deshalb auch biologisches Geschlecht zum Beispiel mit sozialem Geschlecht vermischen, wo ich sage, dass es eine ganz klare Trennung gibt und die Trennung wichtig ist. Wie viele Ja? biologische Geschlechter gibt es? Zwei. Gut, Seltsam, dann. dass ich jetzt auf einmal sage, dass es zwei gibt. Aber ich verstehe auch immer bis heute noch nicht, was das miteinander zu tun hat. Also dein Körper ist biologisch männlich und du wirst biologisch weiblich oder körperlich weiblich oder andersrum. Das sind doch immer noch nur zwei. Wo kommt denn da jetzt ein drittes her? Ja, nee, das ist halt, bei den Leuten ist das halt ganz komisch. Die nehmen zum Beispiel auch sowas wie dieses soziale Geschlecht non-binär, nehmen die als biologisches Geschlecht. Ne? Der Witz an der Sache ist, dass ja auch der Begriff non-binär eigentlich komplett falsch ist. Weil non-binär bedeutet ja eigentlich, dass du nichts mit diesem binären System zu tun hast. Also wenn du es richtig definieren würdest, würdest du ja beide Sachen des non-binären Systems ablehnen. Also müsstest du dich zu einem geschlechtslosen Klumpen entwickeln.
Wenn du aber vollbinär bist, dann würdest du ja beide Seiten der Binarität annehmen und versuchst so ein duales Mischwesen zu werden. Ja, hast halt Also, Eigenschaften von Mann und Frau. ich verstehe halt, also ich würde sagen, unter diesem Non-Binär würde ich halt verstehen, dass man dieses binäre System ablehnt halt für sich selber. Ja, aber da du ja trotzdem mit beiden Geschlechtsmerkmalen dich ausgibst, bist du ja im binaren Spektrum drin. Ja, ich verstehe, was du meinst. So, und von daher meine ich halt, dieser Begriff non-binär ist halt nicht passend zu dem, was sie ausdrücken wollen mit ihrem Körper. Ja, aber wie gesagt, aber jetzt mal abgesehen von non-binär und Co., ich verstehe auch nicht, wo trans etwas mit mehr als zwei Geschlechtern zu tun haben soll. Also hat's ja nicht, oder? Der im Ursprung nichts. Das ist halt das Problem dieser aktuellen LGBTQ-Bewegung, weshalb ich auch übrigens schon seit geraumer Zeit sage, dass ich mich nicht mehr als Teil der LGBTQ sehe. Ich sehe mich nur noch als Teil der schwarzen Rock, Rock, Metal, Gothic-Szene. Wir haben das sozusagen, so doof wie es klingt, besser gemacht als die LGBTQ, weil, wie sage ich schon mal so spaßig, wir haben alle Farben der LGBTQ genommen, zusammengenommen, haben die gemischt. Was kommt dabei raus? Schwarz. Ne? Und wir sagen halt, uns ist egal, wo du herkommst, uns ist egal, welche Sprache du sprichst, uns ist egal, wen du liebst, welches Geschlecht du hast, was du werden willst. Machst du das aus irgendwelchen Fun-Gründen heraus, dass du im Prinzip dich wie ein Transvestit verkleidest? Das darfst du gerne sein, solange du kein Arschloch bist. Dann bist du herzlich willkommen. Das ist so die Grundeinstellung von uns aus der Szene, wo ich her halt komme. Ja, da spricht eigentlich auch wenig dagegen. Das Problem ist halt auch irgendwie es widerspricht sich ja auch gar nicht eigentlich. Also deine Idee da und der Ursprungsgedanke von diesem LGBTQ und so weiter würde sich ja überhaupt nicht widersprechen. Das Problem ist halt, dass sobald man Kritik daran äußert, man schnell als Feind wahrgenommen wird. Ja, das liegt halt darin, dass es weggegangen ist von dem ursprünglichen LGBTQ-Gedanken. Im Ursprung ging es ja darum, diesen betroffenen Menschen, original war es ja nur LGB, ne, also Lesben, Schwule und Bisexuelle, um denen halt Schutz zu geben, dass die halt nicht diskriminiert werden. Ich kann dann auch verstehen, wenn man sagt, okay, nehmen wir noch Transpersonen mit rein, ne, weil die halt einen großen Veränderungsprozess durchmachen. Jetzt hast du aber das Problem, dass ja in der heutigen Gesellschaft und dieser ganze LGBTQ-Wahnsinn ja alles Mögliche in dieses Trans reininterpretiert. Was ja gar nicht da rein gehört. Original stand das Trans ja für eine medizinische Geschichte. Ne? Du hast halt eine Entwicklungsstörung durchgemacht, was mittlerweile seit 31 Jahren bewiesen ist, dass es da eine Entwicklungsstörung im Gehirn stattgefunden ist. Nach der sechsten Schwangerschaftswoche. Deshalb im Prinzip jetzt in meinem Fall mein Gehirn nicht vermännlicht wurde, weil es halt diese Testosteronabhängigkeit nicht erlangt hat. So, und dann durch das Bewusstwerden meines Geschlechtes in der Pubertät sich die sogenannte Geschlechtsdysphorie ausgeprägt hat. So, und die hat halt dann schwere Depressionen und dergleichen erzeugt. Und das weiß die Wissenschaft und das weiß die Biologie. Deshalb versucht die, den Menschen, die darunter leiden, da zu helfen. Und das halt mit angleichenden Maßnahmen. Deshalb hast du den Begriff Trans und Transition, der dafür steht, dass du von einem zum anderen hinübergehst. Ne, deshalb sprechen wir ja auch von der Angleichung, weil Ja, du verwandelst dich ja nicht. weil dein Gehirn Aber ja es vorher schon so, oder dein Geist vorher schon männlich oder weiblich jeweils, also das andere war. Soweit nein, ich das ne, im jetzt Prinzip, verstanden habe. ja, das ist halt, geh mal zurück zur Biologie ein bisschen. Wenn eine Eizelle befruchtet wird, wird sie zur Zygote. Ne? So, und die kann entweder XX sein oder XY. So. Die entwickelt sich komplett identisch bis zur sechsten Schwangerschaftswoche. Also sprich, eine weibliche Zygote und eine männliche Zygote sind komplett bis zur sechsten Schwangerschaftswoche völlig identisch. Ab der sechsten Schwangerschaftswoche wird das SRY-Gen bei der männlichen Zygote aktiviert und es beginnt der sogenannte Vermännlichungsprozess des Fötus. Na, und dann entwickelt sich halt, also man entwickelt sich erst beide aus Richtung weiblich und ab der sechsten Schwangerschaftswoche wird der weibliche Fötus sozusagen männlich.
Und wenn es dabei jetzt diese Entwicklungsstörung stattfindet, wird halt das Hirn nicht vermännlicht, sondern es bleibt, wie es original ist. Aber quasi im Geist, vom Geiste her, vom gefühlten Geschlecht her, von dem, als was man sich fühlt, ist man dann jeweils das andere. Also. Ja, sozusagen. So einfach ausgedrückt, ja. Weil dein Hirn dir halt sagt, während der Pubertät, während du begreifst, was dein Geschlecht ist, dass das falsch ist. Ja, dass das mit dir nicht zusammenpasst. Ja, deshalb finde ich das auch immer schwierig, wenn da jemand sagt, ja, ich wusste es schon mit 6 Jahren ganz genau, dass ich trans bin. Mit 6 Jahren begreifst du noch nicht mal richtig, was männlich und weiblich ist. Du weißt, dass es Junge und Mädchen gibt. Aber Ja, begreifst du es wirklich? Ich denke nicht. es ist schwierig. In dem Alter ist es natürlich, ja, es ist natürlich, kann es auch zu Fehldiagnosen kommen. Gerade wenn irgendwie auf TikTok jetzt erklärt wird, wie du irgendwie an Behandlung rankommst, weil du irgendwelche Fragen falsch beantwortest und so weiter. Das gab es ja jetzt auch. Finde ich sehr kritisch. Also ich finde das auch kritikwürdig. Aber ich meine, sowas wie Finessi gesagt hat, zum Beispiel, dass man einen Penis nicht mehr als männliches Geschlechtsteil bezeichnen darf, würde ja schon dem mit der Angleichung widersprechen. Dann bräuchtest du ja keine Angleichung mehr. So, und da kommen wir jetzt eigentlich zu dem Punkt, der mir eigentlich in der ganzen Trans-Thematik am wichtigsten ist. Das Ding, die Trans-Personen, die halt diese Geschlechtsdysphorie haben, die halt diesen Angleichungsprozess machen wollen, bekommen das ja von der Krankenkasse bezahlt, weil es halt da diesen Leidensdruck gibt und weil das medizinisch notwendig ist, um diesen Leidensdruck zu entschärfen, zu beheben, wie auch immer man das nennen möchte. Na, jetzt ist das Ding, wir kennen alle die, gut, du vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber wir kennen alle so grundlegend die deutsche Krankenkasse. Na, das sind im Prinzip auch nur große Konzerne, die versuchen auf jede Art und Weise Geld zu sparen. So, und es gibt bereits schon andere Krankheiten, wo Krankenkassen versuchen, prinzipiell Maßnahmen nicht bezahlen zu wollen, bis die dazu gezwungen werden, das zahlen zu müssen. Ja, die stellen sich dann ganz, ganz oft, ganz gerne auf die Hinterbeine. So, momentan ist es noch so Ist ja geregelt, dass rein du halt, logisch. genau. So, und momentan ist es halt so geregelt, dass du dieses sogenannte Richtlinienverfahren hast. Dafür holst du dir halt die Diagnose ein. Bei mir war es noch unter dem ICD-10, die F64.0, ne, für Transsexualismus. Damit konnte ich mein Richtlinienverfahren einleiten und konnte sozusagen meine Transition beginnen. Und wurde sozusagen, hatte meine Auflagen und die Krankenkasse hat ihre Auflagen. So, damit ist sie gezwungen und geknebelt, das durchzuziehen. Wenn wir jetzt es aber so weit treiben wie eine Finessi und sagen, ja, okay, das ist nicht mal nötig, sobald du sagst, dass du eine Frau bist du auch biologisch eine Frau, ja, dann warst du schon immer biologisch eine Frau und dann ist auch dein Genitalbereich, egal ob er jetzt ein Penis ist oder nicht, ist es trotzdem eine Frau. Ja, Genau, und also das. wenn du das nicht mehr als männlich bezeichnest, dann brauchst du auch keine Angleichung. Ja, weil du ja Das dann schließt gar sich ja nicht die aus. Geschlechtsdysphorie haben kannst. Ja, genau, Genau, weil weil du das halt ja. die Geschlechtsdysphorie Ja. hast. Ich meine, man hört ja öfters auch sowas wie dir wird bei der Geburt ein Geschlecht zugeschrieben oder so, sowas. Das ist ja auch Weißt du, immer woher das wild. kommt? Nein. Weißt du, woher das kommt? Also, und zwar, es gibt zwei Personen, die im Prinzip der Urvater und die Urmutter dieser geschlechtslosen Ideologie sind. Ne? Das ist zum einen John Money. Der hatte damals ein ganz, ganz ekelhaftes Experiment durchgeführt, wobei dann zwei Kinder daraufhin gestorben sind. Okay. Und zum anderen eine Judith Butler, die sich halt auf das Experiment beruft und sagt, dass da bewiesen wurde, dass der Mensch geschlechtlos geboren wird, dass dem Mensch ein Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wird und dass daraufhin der Mensch durch die Sozialisierung sich zu Mann oder Frau entwickelt. Das heißt also, wenn man dir bei Geburt weiblich zuweisen würde, obwohl du einen Penis hast, würdest du dich durch die Sozialisierung und dein soziales Umfeld zur Frau entwickeln. Aber es ist ja absolutes Quatsch, ein absoluter blödsinniger Take, weil ich meine, die allermeisten kommen als Mann oder Frau zur Welt. Ja, es gibt Inter, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und Ja. so, ich weiß nicht, wie, ich glaube, so abgesehen von circa einem halben Prozent fühlen sich die allermeisten auch damit wohl und bleiben dann auch so. Also es ist ja nicht so, dass es zugeschrieben wird und du wirst das, was dir zugeschrieben wird. Du kommst ja nicht non-binär zur Welt oder als
als keins von beiden Geschlechtern. Das ist ja Ja, absoluter Quatsch. Das ist jetzt aber ganz böses rechtspopulistisches Geschwurbel von dir. Das kannst du doch nicht machen. Bitte. Damit widersprichst du doch der ganzen Ideologie von Finessi. Ich widerspreche komplett der Ideologie von Finessi, also. Hab ich dich so sehr influenced, dass du ein ganz, ganz böser Rechtspopulist jetzt durch mich geworden bist? Tut mir leid. Ich glaube, der Zug ist eh abgefahren. aber ich verstehe halt nicht, ich meine, kann man die, ich weiß nicht, wie viel Prozent auch immer Inter sind, da irgendwie als Argument nehmen dafür, dass hier ein Geschlecht nur zugesprochen wird oder dass das, ich meine, das ist ja so ein Prozentsatz von einem Prozentsatz, wo Menschen Inter zur Welt kommen und dann irgendwie nicht wirklich zuweisbar sind. Das ist ja absoluter Quatsch, wie das Naitan und Koda erklären. Ja, aber das Ding ist ja folgendes. Wie soll ich sagen? Naitan und Co. versuchen mit Anomalien und mit Einzelschicksalen normale Zustände zu erklären, was nicht stimmt. Wenn zum Beispiel Rollo kommt, Rollo sage ich jetzt, tut mir leid, Rollo ist ein toller Mensch bei mir, der mir immer wieder tolle Videos zuschickt. Wenn jetzt ein Naitan kommt und sagt zum Beispiel, ja, was ist denn dann mit einer Frau, die keine Gebärmutter hat? Kannst du ganz einfach argumentieren. Du nimmst jetzt eine Transfrau und eine Frau mit ohne Gebärmutter. Beide haben eine Entwicklungsstörung. Nimm bei beiden die Entwicklungsstörung weg, was bleibt übrig? Das eine ist ein Mann, der kein Problem hat mit seinem männlichen Geschlecht und als Mann aufwächst. Und der andere, also die andere, die hat eine Gebärmutter und kann Kinder kriegen. Wunderbar, Problem gelöst. Ne, das ist halt die Argumentationslogik, die diese Menschen nicht verstehen. Das ist genauso wie, was Finessi sagt, dass es im Prinzip eine Transition von Frau zu Frau dann ist. Und du deinen Körper halt nur passend angleichst. Das ist Schwachsinn. Meine Prostata ist trotzdem noch in mir und ich muss zur Krebsvorsorge für die Prostata. Würde dir ja auch nichts bringen, wenn du es wegignorierst. Ich meine, Vielleicht war ich ja transparent. Ich meine, was hättest du davon? Ich meine, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du das den Leuten einfach, dass du es nie wieder erwähnst und dann vergessen die das und wissen das nicht mehr. Das ergibt ja keinen Sinn. Du musst ja trotzdem medizinisch dich richtig versorgen lassen. Das ist richtig. Das Problem an der Sache ist, aber du denkst zu logisch. Das ist dein Problem, du denkst zu logisch. Das ist auch das, was mir bewusst wurde. Ich habe am Anfang, wo ich Finessi das erste Mal gesehen hatte, dachte ich, hey, eine Transperson, zwar noch ziemlich jung, aber hörst mal ein bisschen rein. Und wo ich dann mitgekriegt habe, was da für ein sinnloser Scheiß geschwurbelt wurde, dachte ich mir, warum, Mädel, warum machst du so einen Scheiß? Warum erzählst du so viel Unwahrheiten? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich glaube halt, es geht wirklich da teilweise um Selbsterhöhung, um sich als was Besseres darstellen zu können, um zu sagen, ja, wir sind die Guten, wir setzen uns für Leute ein und so weiter. Und jegliche Kritik wird dann als Anti-Haltung auch gesehen. Ich denke eher, Finessi hat damit positiv angefangen, hat dann aber gesehen, dass wenn du die passenden Leute mit ins Boot holst, halt dementsprechend das auch monetär sehr einfach ausnutzen kannst. Und dass daraufhin dann für dich der Vorteil entsteht, dass du weiter Dünnschiss erzählen kannst und Kohle beimachst. Ja, weil ich mein, der Vorteil von ihr ist ja, sie ist ja mit ihrer Angleichung allem durch. Was stört sie denn es, wenn es jetzt ein Gesetz rauskommt, wie das Selbstbestimmungsgesetz, wo sich jeder jederzeit als alles Mögliche identifizieren kann, was er möchte, ne, und dann eventuell das irgendwann so weit getrieben wird, dass die Krankenkasse dann sagt, ja, wir bezahlen das nicht mehr. Sie ist nicht angewiesen drauf. Wie stehst du dazu? Einige meinten ja, es darf nicht mehr als Störung oder als Störung von der WHO gewertet werden oder so. Siehst du das als Problem? Ja, selbstverständlich sehe ich das als Problem. Es ist doch, du kannst es im Endeffekt vergleichen mit schweren Depressionen, weil die schweren Depressionen kommen halt mit rein. Willst du jetzt damit sagen, dass schwache Depressionen auch keine Störungen mehr sind? Ne, die Geschlechtsdysphorie, die existiert. Und diese erzeugt schwere Depressionen. Aber, also Karl hat mir auch noch erklärt, dass du keine Geschlechtsdysphorie brauchst, um trans zu sein. Ja, aber das ist ja das ist ja der absolute Nonsens. Das ist ja das, was diese Woke-Bubble versucht,
einzubauen und zu implementieren. Die meisten Transfrauen, mit denen du sprechen kannst, die draußen normal leben und sich nicht in dieser Woke-Bubble befinden, die werden dir alle sagen, na klar, du hast definitiv die Geschlechtsdysphorie. Ohne Geschlechtsdysphorie bist du nicht trans. Das wird dir jede Person sagen, selbst jede. Und das da ist ein Witz. Ist ja auch nicht mal ein Front. Also was bringt dir das, das zu haben? Dann hast du es halt nicht. Das macht dich weniger schlechter oder weniger besser, ob du es hast oder nicht. Du bleibst nur ein Mensch. Das ist es ja. Aber für die ist das irgendwie voll das Problem, wenn sie dann nicht als trans gesehen werden oder so. Warum auch ja, immer. Für die ist das halt so eine identitäre Geschichte, weil das ist jetzt nur meine Vermutung. Also ich gehe davon aus, dass diese Menschen ganz große Probleme damit haben, dass die im Endeffekt nichts Besonderes sind. Es klingt doof, es klingt vielleicht hart. Meine Philosophie ist halt, wir sind alles Menschen, wir sind alle einen Scheißdreck wert. Wir sind im Endeffekt, wenn du das auf den kompletten großen Kosmos siehst, sind wir alle nur ein klitzekleines Staubkorn, welches sich im großen Kosmos befindet. Wenn die Welt irgendwann untergeht, weil ein riesengroßer Asteroid auf uns knallt und uns alle auslöscht, interessiert das Universum einen Scheißdreck, ob es uns gegeben hat oder nicht. Wenn wir uns selbst alle wegbomben und die Tiere durch Glück vielleicht noch überleben, interessiert das die Tiere genauso wenig, was mit uns ist. Ne, und diesen Zustand zu begreifen, ist vielleicht für manch einen zu hart. Zu verstehen, dass sie nichts Besonderes sind. Dass sie sich nicht über andere abheben können. Ja, ich meine, was heißt nichts Besonderes sein? Du brauchst ja nicht irgendwie so ein Label immer. Das ist ja, es macht dich ja nicht, es ist nicht notwendig. Wozu? Ja, du brauchst es nicht, andere Leute brauchen es schon. Ja, dass es Labels gibt, ist ja in Ordnung, aber das heißt ja nicht, dass du dir eins einfach aussuchen kannst. Ja doch, es gibt Leute, die sich das aussuchen, weil sie es wollen. Ja, aber Karl zum Beispiel hat gesagt, du kannst dich mit deinem Geschlecht wohlfühlen und dich trotzdem trans nennen. Ja, Karl versteht auch nicht, was trans ist. Das ist ja schon mal der erste Knackpunkt. Karl versteht auch nicht Demokratie. Fühlt man sich dann nicht veräppelt, wenn das so irgendwie ein Ally der Trans-Community ist als vernünftige Trans-Person? Selbstverständlich finde ich das nicht pralle. Deshalb schieße ich ja auch gegen Karl. Oder dummes Zeug erlaubt. Deshalb habe ich ja auch vor uns, bevor wir jetzt gequatscht haben, auch bei mir einen Tweet aus dem X gezeigt und gesagt, hey, mir ist das scheißegal. Wenn er denkt, er kann mich DMCA wegstriken, falls ich auf ihn reagieren sollte hier, weil es ihm nicht passt, dieser kleine, großfressige Humblemann, dann gehe ich auf Kick. Da ist mir das scheißegal, da erstelle ich mir einen Kick-Account und zieh dort mein großes Maul auf und lass mein Zeug raus. Wenn er mich da schafft wegzustriken, gibt es noch genug andere. Da gehe ich wesentlich zu Trovo oder wie sich die nennt oder gehe zu, was gibt's denn da noch alles? Da gibt es so viele komische Plattformen. Da gehe ich auf die nächste und erzähle es dort. Wo ist denn, es gibt so viele obwohl Wege, das ja zu schon, gehen. Obwohl das schon ja ziemlich hart ist, dass er dich einfach so wegstriken möchte, weil du eine andere Meinung hast. Ja, er hat ja mittlerweile gemeint, das war ja in seinem letzten Stream oder so, glaube ich. Wenn du auf ihn reagierst. Genau, wenn du halt auf, dass es drauf ankommt, wer auf ihn reagiert. Ne? Da hat er sich auch so komisch gesprochen. Erst hat er gesagt, er reagiert da gar nicht drauf. Also er strikt erst alles weg, wer drauf macht. Aber eigentlich ist er ja nicht so jemand, der das macht, aber dann macht er es trotzdem wieder. Und hat dann seinen Spaß noch draus gemacht. Ja, er wird nur Stay wegstriken, ansonsten niemanden. Ja, der Typ ist halt die Doppelmoral in Person. Ne, er darf über Leute herziehen, er darf Leute hart beleidigen. Ne, er darf tierisch unter die Gürtellinie gehen. Und wenn er dann zurück angefickt wird, so doof wie es klingt, dann ist großes Polen offen. Und dann nehmen wir uns ab sofort ein Beispiel an Shuriyuka, hauen den DMCA-Strike raus und hoffen, dass der Kanal so bald wie möglich weg ist. Also von mir aus erstmal Stay kann er gerne wegstriken. Da. Von mir aus auch. Aber ich finde das so hart. Also einerseits möchte er als Ally für die Trans-Community auftreten, aber dann eine Trans-Person, die eine andere Meinung hat, die strikt man dann einfach. Aber was ist denn, wenn, also ich meine, der kann ja auch deiner Seite schaden, so gesehen. Die ganze Bewegung schadet meiner Seite. Ja. Ich meine, das ist ja das, was ich meine. Die ganze Bewegung sorgt ja dafür, dass der Begriff Trans immer mehr verwässert. Dass es dann halt Menschen leichter gemacht wird, über die wir vor uns gerade schon mal kurz ansatzweise
geredet haben, die sich auf speziellen Plattformen rumtreibt, die sich dann halt auch als sowas ausgeben, ne, bloß um ihre Gelüste zu befriedigen. Ne, dass es die Menschen gibt, das wird ja auch immer wieder in Abrede gestellt. Das ist ja das Lustige. Und da sind wir wieder halt bei dem Punkt, dass Finessi viel zu jung ist und gar nicht weiß, was da draußen in der Welt eigentlich von Menschen durch die Gegend rennt. Ja, also man kann natürlich froh sein, dass sie die Erfahrung nie gemacht hat, aber das heißt nicht, dass sie anderen das absprechen muss. Karl ist ja auch so ein Fan von Zweck heiligt die Mittel. Das ist ja auch ja, so eine Sache. Also Lucy beispielsweise auf sexistische Weise angehen, weil ich meine mal, ich so hier mit Periode riechen und sowas, das würde man jetzt wahrscheinlich zu einem Mann eher weniger sagen. Das ist ja, da in gut, Ordnung. Aber Da muss ich aber kurz einhaken, ohne das jetzt böse zu meinen. Also das mit dem Periodenspruch, ja, das hätte ich jetzt nicht so für hart genommen. Ja, das habe ich auch damals Lucy gesagt, da ist sie zu aggressiv rein und hat sich zu sehr auf dem Thema aufgehangen. Ja, dann sollte man lieber drüber sprechen, dass Karl einfach nur grundlos widerwärtig ist. Dann kann man mal so sagen, zumindest würde er wahrscheinlich jetzt einen Mann nicht als Schlampe bezeichnen. Doch, das traue ich dem zu. Ja gut, das kann sogar sein, aber prinzipiell wäre das ja eher schon eine... Also ich würde schon sagen, dass es eher ein Weg ist, wie man eine Frau angeht, als einen Mann angeht. Da ist das zum Beispiel in Ordnung, dann gegen seine Prinzipien ansonsten zu verstoßen. Ich würde das allgemein anders sehen. Ich würde das allgemein... guck dir doch die Sache zum Beispiel mit Nemesis an. Kennst du Nemesis? Nee, ein bisschen, ja. Da hat Karlchen ja auch so bestimmte Videos über Nemesis gemacht. Und eins, da hat er gleich von Anfang an gesagt, das ganze Video wird sich nur auf Cybermobbing beziehen. Das ist kein Spaß, das ist wirklich reines Cybermobbing und er wird sich da nur rein lustig über ihn machen. Ja, cool. Wo es halt Nemesis drum ging, dass das halt in den ganzen Disney-Sachen immer mehr Woke-Themen vorkommen, ne, und immer mehr alles in eine gewisse Richtung getrieben wird, wo ich sagen muss, das muss nicht sein. Ne, wenn wir jetzt eine neue Geschichte haben wollen, zum Beispiel wie Ariel, dann schreiben wir doch eine neue Geschichte mit einer ganz eigenständigen Meerjungfrau, die einen ganz eigenen Namen hat und dann hat sie halt schwarz. Ist sie halt auch schwarz. Ja, ich hatte ja dazu auch gesagt, weil es gab ja das Argument, dass schwarze Mädchen eine schwarze Prinzessin brauchen, um sich identifizieren zu können damit. Die gibt's doch schon. Ja, aber ich dachte mir auch so, schwarze Mädchen können sich nicht nur mit schwarzen Prinzessinnen identifizieren. Du kannst dich als Kind mit Tieren, mit, keine Ahnung, irgendwelchen Fabelwesen, irgendwelchen Wolken in Soul identifizieren. Warum kannst du dich nicht mit einer Weißen identifizieren als Schwarze? Also, es ist ja nicht so schwer. Kann ich, weil da kommt dann wieder diese Woke-Bubble zu, die halt... anstatt alles aufzuspalten und zu sagen, dass wir alles Menschen sind und dass wir alle gleich viel wert sind, halt alle Menschen schön in Schubladen steckt. Ja, du bist schwul, du kommst dahin, du bist lesbisch, du kommst dahin, du bist trans, du kommst dahin, du bist non-binär, du kommst dahin, du bist farbisch. Ja, du bist vielleicht noch schwul, dann kommst du noch da oben extra rein, da hast du deine Schublade. Ja, dann wird alles zusammengeworfen und dann kannst du, ja, das sind die Armen und ihr die meisten auf der Welt, ihr bösen Cis-Hetero-Männer, und ihr bösen Cis-Hetero-Frauen, ihr seid alle böse, geht mal weg, ihr habt mit uns nichts zu tun. Und dann versucht man unter umgedrehten Vorzeichen wieder Diskriminierung reinzubringen. Genau so ist es. Was hältst du denn, oder anders gesagt, kennst du selektive Empörung? Ist ein YouTube-Kanal. Dann... Meine Frage, denkst du, dass Safe Spaces gut oder schlecht sind? Safe Spaces, es kommt drauf an. Es kommt auf die Situation der Person an, die sich in einen begibt. Also in manchen Fällen kann es gut... Ja? Wir reden jetzt mal nur allgemein vom Modell Safe Space. Ist das Modell Safe Space gut oder schlecht? Das kommt halt drauf an. Ich meine, Safe Spaces kann ja sowas sein, wie dass du keine Gewalt erfährst im Sinne von körperlich, aber wenn das jetzt so ein Twitch-Chat ist, wo jeder gebannt wird, der einer problematischen Person folgt, dann ist das natürlich Quatsch. Das ist ja sehr abhängig, von welchem Modell man da redet. Noch nicht mal unbedingt, und das kann ich ja auch erklären. Pass auf. Safe Spaces sorgen immer dafür, dass du andere Menschen ausgrenzt. Ja, wenn du es ganz genau betrachtest, geht das immer in die Richtung Diskriminierung und Rassismus. Weil du Leute rausnimmst aus dem Prozess, weil du sagst, ja,
du hast das, die Eigenschaft, du hast die Eigenschaft, du hast die Eigenschaft, deshalb gehörst du hier nicht dazu. Als Beispiel hatte selektive Empörung damals gebracht. Du stellst dir vor, du bist in Afrika mit vielen, vielen schwarzen Afrikanern und dann ist dort eine kleine Gruppe an Weißen. So, die wollen ihren eigenen Safe Space haben, wo nur die Weißen drin sind, wo sie ihre Sachen erzählen, wo die keine Schwarzen drin haben wollen, ne, die dann ihre Ideologien verbreiten. So, und dann hast du irgendwo jemanden, den schwarzer Professor, der tritt dann Dings halten, eine Rede über irgendwas halten, und das finden die Weißen halt nicht toll. Und dann gehen die dorthin und canceln den weg. Ne? Ist das dann rassistisch? Ja, das ist rassistisch. Wenn wir jetzt das rausnehmen, die Weißen, und sagen, wir sind in Deutschland, eine Marie-Louise Vollbrecht will eine Rede halten, und wir tauschen die Weißen in dem Safe Space mit den ganzen LGBTQ-Leuten aus. Ja, ja. Ist das genau dasselbe? Mir ist schon klar, aber es gibt ja eben auch so, hier wurde es gerade im Chat angesprochen, so Schutzräume für Frauen und so weiter, das sind ja auch Safe Spaces. Das ist. Ja, gut. Das ist dann aber nochmal eine ganz Kategorie anders. Von denen spreche ich ja persönlich. Dass es da so Schutzbereiche gibt, wie jetzt zum Beispiel Frauensaunas, wo jetzt wirklich nur Frauen drin sein sollen. Einfach um die vor Männern zu schützen. Oder dass du Frauenhäuser hast, wo du sagst, ja, da kommen nur biologische Frauen rein, weil die Gefahr zu groß ist, dass sich ein Mann als trans ausgibt und dann behauptet, übergriffig. Hast du da und dann reinzukommen. Dass eine Transfrau, die nicht operiert ist, in ein Frauenhaus kommt? Ja. Oder dass man da Transleute, die noch nicht fertig transitioniert sind, ausschließt? Ich habe damit kein Problem. Okay. Ich glaube, da, das ist. Pass auf, wir gehen das mal anders an. Warum würde ich niemals freiwillig in eine Damenumkleider? Warum würde ich niemals dort reingehen wollen? Hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe ein ganz großes Problem mit meinem Intimbereich. Wenn ich mit mir schon alleine nackt nicht klarkomme, weil wenn ich mich umziehe, mich fertig mache oder in der Wanne gehe, will ich mich dann wirklich mein Körper jemand anderes zeigen? Ich glaube, das hängt von der Person ab. Also vielleicht haben das ja andere nicht. In dem Sinne. Nee, das haben die meisten so. Das haben die meisten ganz genauso. Deshalb haben auch viele, die meisten Transpersonen, die wirklich mit ihrer Geschlechtsdysphorie zu kämpfen haben, auch so gut wie gar keine Intimität. Die haben nämlich ganz große Probleme, überhaupt einen Partner so weit nah an sich ranzulassen. Ne? Weil was sagt zum Beispiel bei einer Transfrau noch mehr aus, dass du mal ein Mann warst, als dein Geschlechtsteil, was vielleicht noch da ist? Ja, das ist klar. Das ist halt, ja, das ist das Problem halt. Und das hast du halt in jeder Situation. Das hat ja nicht nur mit Intimität mit deinem Partner zu tun, das hat ja auch was mit Situationen, wo du draußen bist. Jetzt stell dir das vor, du kommst, du bist eine Frau und siehst dann, dass auf einmal eine andere Frau reinkommt, die zieht sich aus, auf einmal hat die einen riesengroßen Dödel. Ja, da bist du erstmal geschockt, bist jetzt hier im falschen Film. Ja, ich habe generell bin ich jetzt, ich glaube, ich bin dafür zu amerikanisch aufgewachsen. Ich habe generell mit Nacktheit eher ein Problem so. Ich finde, im Allgemeinen könnte man das öfter mal trennen so. Ich finde das einfach, angenehmer. Aber in dem Sinne, aber verstehe ich es auch, dass man nicht in die Herrenumkleide möchte dann als Transfrau. Also das ist ja irgendwie auch verständlich, oder? Ja, selbstverständlich. Kann ich auch verstehen. Also wäre eine komplette Trennung wahrscheinlich besser. Ja, selbstverständlich. Bin ich auch dafür. Ne? Weil, wie soll ich es halt erklären? Gehen wir mal anders an das Thema. Weil du ja gerade gesagt hast, dass du sowieso eigentlich nicht so für Nacktheit bist. Das ist kein amerikanisches Ding. Selbst wenn du hier in Deutschland genug Leute hast, die halt noch mit gewissen Werten aufgewachsen sind. Selbst die sind der Meinung, dass du nicht überall und immer nackt sein musst. Das ist Quatsch. Na klar kannst du Haut zeigen, wenn du das möchtest, aber du musst ja nicht nackt deshalb sein. Ja, wenn du unbedingt nackt sein willst, dann gibt es dafür gewisse Orte. Da gibt es FKK. Ja, genau. Kannst du ja im privaten Bereich machen, kannst du in FKK-Gebiete gehen, ist ja gar kein Problem. Ja. Aber da braucht ja nicht jeder hingehen. Da kann ja jeder hingehen, der da hingehen möchte. Genau so ein Ding ist das. So, und ansonsten, sind wir mal ehrlich, was spricht denn einen mehr an? Jemanden, der einfach nur nackt ist oder der vielleicht gut verpackt ist, wo es die Fantasie anregt?
Da bin ich mir sicher, dass gut verpackt mit Fantasieanregen bei weitem interessanter ist als Bei den nackte meisten, Personen. ne? Ich glaube, bei den Ja. meisten kann natürlich wieder Ausnahmen geben. Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? So, das Ding ist halt bloß, dass du halt in diesem ganzen LGBTQ-Kanon und dergleichen halt so viele Personen hast, die halt nur ihren, wie würden es die Wookiees sagen, ihren Kink ausleben. Ne? Die wollen halt nur ihren Kink ausleben und den normalisieren. Das hast du doch zum Beispiel ganz schön bei der ganzen Thematik mit diesen Puppies, diesen Pup-Player. Ne? Ja, die zum Beispiel auf CSDs, da gibt es ja alles. Ich weiß nicht, ob das eine Bild gefälscht ist oder so. Da gab es ja dieses eine Bild, wie dieses Kind da diesen Pub-Player streichelt. Da gab es den Verdacht, dass das gefaked ist. Dann hieß es wieder, es Nee, ist das ist echt. nicht Ich echt. Also sowas kommt vor. Was noch viel, viel krasser ist, da gab es, da war das war so ein Straßenfest in Berlin. Da war Pirscher X, da wurde so für auch angegriffen. Ja, das Video musstest du leider runternehmen. Warum? Auf dem erklär ich dir gleich. Auf dem Straßenfest, das war als so eine Fetischveranstaltung für BDSM und Pub-Player. So, Ich sehe und nicht, warum das auf öffentlicher Straße abgehalten werden muss. fühle ich auch nicht, fühle ich auch Das nicht. kann ja auf irgendeinem Sonst nicht Gelände ganz. sein, was abgesperrt ist, wo dann jeder rein kann, der da rein möchte, aber auch niemand damit Genau. konfrontiert wird, der nicht damit konfrontiert werden möchte. Genau. Aber die haben das halt als Straßenfest aufgezogen und Berlin hat es halt erlaubt. So, und jetzt ist da die gute Pirscher durch die Gegend gegangen und hat dort mal das Handy rausgenommen und was gefilmt. Und zufällig war da ein Pub-Player, der war auf den Knien vor seinem Herrchen und hat. Also du hast das nur verpixelt gesehen und hat seinem Herrchen was Gutes getan. In freier Auf Öffentlichkeit. öffentlicher Straße. Unter Ja, der und potenziellen rum. Anwesenheit von Leuten, die das nicht sehen wollen, potenziellen Anwesenheit Nö, nö. möglicherweise von Kindern. Also theoretisch, aber rundherum waren halt so viele Pub-Player und Ja, andere, die fanden es natürlich eher toll. aber theoretisch gesehen kann da ja jeder irgendwie durchlaufen müssen oder sowas. Wird jetzt nicht re super realistisch, aber es ist zumindest kein abgesperrter Bereich irgendwie. Weil Nee, ist ob es die auch das nicht, in weil irgendeinem Punkt ist. Club drin machen oder sowas, stört ja niemanden. Aber das ist halt eben auf öffentlicher Straße, wo Unbeteiligte potenziell anwesend sind. Darum geht's ja. Nee, das ist richtig. Und dann war halt hier irgendwie, das hatte ich ja, ich hatte das mal in einem Video drin. Ich finde, sowas schadet ja dann der Bewegung, weil ich kann, ich, es ist natürlich trotzdem nicht die richtige Annahme, aber wenn jetzt irgendwie. Wenn man sowas macht, dann könnte das so einem Narrativ helfen, wie zum Beispiel, dass man sagt, ja, diese ganzen queeren Menschen da, die haben auch was mit Pedos zu tun oder so, wenn du sowas dann da drin hast und dich nicht davon Ja, distanzierst. nee, das ist das Problem, was anderes. Diese Vorwürfe, dass da Pedos existieren, haben einen anderen Grund. Die haben einen ganz anderen ekelhaften Hintergrund, der leider Tatsache ist. Und zwar gibt es die sogenannten MAPs, die Minor Attractive Persons. Die haben sogar schon ihre eigene LGBTQ-Flagge. Der ehemalige Vorstand des LGBTQ-Kindergartens in Berlin, der mittlerweile eröffnet ist. Der war so ein Knabenliebhaber. Der hat das Buch geschrieben, Die Lust am Kind. Was soll ich dazu sagen, wenn solche Leute Teil der LGBTQ sind? Ja, dann bestärkt man halt das Narrativ, dass die ganzen komischen Leute da, die anders sind als die Norm, halt irgendwie perverse sind, die da so komische Sachen machen, wenn man sich davon nicht distanziert und das klar kritisiert. Genau so ein Ding ist das. Und das ist das halt so eine da Sache, die dann halt Seth Van Doom oder den Nightan oder die anderen Leute halt aufgreifen und dann wieder als Beispiel bringen dafür, dass du dass den Leuten vorgeworfen werden wird, dass es nur Pedos sind. Ja, Anstatt aber sich damit und dann schreit er so, ich kann noch Na, keinen erzähl du Kuschelkurs was. machen, weil wir in 2 Jahren vielleicht Faschos an der Regierung haben. Ja, Deswegen das muss ist ich sowieso. Lucy jetzt als sonst was beleidigen, als vollgeschissene Menschenhaut und Co. Weil das wird Ja, bestimmt verhindern, dass wir Faschos an der Regierung haben. Ganz bestimmt. selbstverständlich. Das Ding ist sowieso, das war so absurd. Ich habe mir den Zusammenschnitt, war das, angeguckt gehabt. Er meinte in seinem Video, bevor er zu About Food reingegangen ist. Das ist das erste Video, was er von Lucy gesehen hat. Ich weiß aber von Fruity bereits schon, weil er es damals erwähnt hatte, dass er vorher schon öfters mal bei Lucy reingeguckt hat. Er hat sie nicht direkt verfolgt, aber er hat öfters reingeguckt.
Na, und wenn jetzt ein Seth Van Doom, der gerade ein einziges Video geguckt hat, wo es noch nicht mal über Transmenschen ging, Lucy kritisiert und als vollgeschissene Menschenhaut bezeichnet und dann hinterher einen Footie sagt, informier dich doch mal, dann guck dir mehr Videos von denen an, finde ich das schon sehr lächerlich. Ja, und vor allem finde ich es lächerlich, dass man davon ausgeht, dass wenn man jemanden als vollgeschissene Menschenhaut bezeichnet, dass wir deswegen weniger Faschos an der Regierung haben werden. Also, Ich meine, da ich möchte, ne, ich kann schon mal anteasern, nächsten Mittwoch spreche ich mit Neitern darüber. Ich halte diesen Aktivismus, den die da betreiben, auch absolut nicht für zielführend. ist mir ein Gefallen. Gerne. Es ist kein großer Gefallen. Frag doch mal Nathan, warum er mit mir nicht sprechen möchte. Oh, ich glaube, dann werde ich aus dem Call geschmissen. Ich Oh. mache das lieber am Ende. Ich Das glaube, der hat ein kannst du bisschen gerne Angst am. vor dir. Also Das kann. ich weiß ja nicht, was da mit dem super toleranten Menschen, der da für Meinungsfreiheit ist, abgeht, aber ich glaube, der hat da Angst vor dir. Pass auf, das kannst du gerne am Ende machen. Das Ding ist halt, ich habe. Ich weiß nicht, ich bin jetzt Tag 17, glaube ich. Müsste ich nachher nochmal ins X gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich heute schon einen Post gemacht habe. Ich zähle ja mittlerweile jetzt die Tage, wie lange es her ist, seit meiner Aufforderung auf ein Gespräch mit Nathan, wo er mir bitte als Transfrau, als Betroffene, bitte erklären soll, was Geschlecht ist, weil ich bin ja scheinbar zu dumm. Ich weiß es wahrscheinlich nicht. Ich verstehe das nicht, bitte. Er soll mir als Lehrer bitte erklären, was Geschlecht ist. Na, und das mir bitte beibringen als Transfrau. Der setzt Na, sich und dann wieder hin mit dieser er. Leinwand und sagt so, Gala lesen, Yoga machen, weiblich, Auto fahren, Bier trinken, männlich. Und wenn du das da bist, aber das gerne machst, dann bist du trans. Ja gut, das kann dann sein, dass ich dann eventuell frage, wie definiert die Biologie mit Geschlecht? Dann könnte es sein, dass ich eventuell frage, was sagt die Biologie über Trans? Na, weil da gibt es eine klare Definition, das ist das halt mit der Geschlechtsdysphorie. Na, dann könnte es sein, dass ich eventuell frage, warum man Biologisches vom Sozialen nicht trennt, warum man sowas vermischen muss. Na, Dann und wird er mit ich. diesem, dann wird er mit diesen einer von 100.000 oder 10 von 100.000 Menschen bekommen, bei denen die Chromosome nicht übereinstimmen oder sowas. Ja, und da sage ich dann, okay, das ist eine Anomalie. Wenn wir jetzt bei beiden die Anomalie wegnehmen, was haben wir dann noch übrig? Ja, das ist schon scheiße, ne? Das ist. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum es sich tunlichst von dem Gespräch mit mir fernhält. Ne? Es ist ja. Ich habe ihn ja Also nicht nur alleine markiert. ich glaube, wenn das jetzt irgendjemand anders wäre, der sich immer wieder gewagt, irgendwie so zu Trans-Themen äußert, so, und eine Trans-Person bittet den, mit dem zu sprechen, und der äußert sich gar nicht, was wäre denn da los? Der will nicht mit Betroffenen sprechen, der will nichts mit denen zu tun haben oder so. Ich glaube, da wär wirklich was ganz anderes los. Selbstverständlich. Nee, Er äußert sich ich halt habe in ja die nicht mal. richtige Richtung gewagt. Ja, ne, und das Lustige ist, er wurde halt ja nicht nur von mir markiert. Ne? Es gab auch noch andere Leute, die das Ganze gerepostet haben, die ihn ja auch noch mitmarkiert hat, wie zum Beispiel Proletopia oder einen Agitator. Ne? Und er weicht halt drauf aus. Er erwähnt es noch nicht mal in seinem Stream. Ne? Ich kann es mir vorstellen, dass er dann hinterher sagt, ja, ich habe davon angeblich nichts mitbekommen. Gut, ich werde ihn dann dafür ganz schön auslachen. Auch wenn es dann soweit ist, weil ich bin ja noch nicht mal auf X von ihm gesperrt. So, und wenn du irgendwo markiert wirst, kriegst du das ja Wahrscheinlich mit. hat er dich gestummt, schätze ich mal. Dann beweist es ja auch nur wieder, dass es transfeindlich ist. Das wäre jetzt aber seine Logik. Also es wäre nicht die Logik, der ich rangehen würde, aber wenn man ihm folgt, ja. Ja, ich habe ja extra mit seiner Logik da argumentiert. Ja. Ich weiß schon. Also ich versuche ihn drauf anzusprechen, aber ja, ich glaube, das mache ich dann, wenn ich keine Lust mehr aufs Gespräch habe. Ja, selbstverständlich. Also ich hätte jetzt nicht von dir verlangt, dass du das direkt zu Beginn machst. Ne? Einfach so ganz dezent zum Schluss. Es kann ja doch sein, dass er vielleicht schon vorausraged, wie zum Beispiel beim Ich Agitator. kann ja einfach mal fragen, wann dann das Gespräch mit Lexi kommt. Kannst du gerne tun. Das mit Agitator und so, dass er da rausgeratscht ist, hast du ja auch mitbekommen, ne? Ich muss sagen, ich fühle den Agitator so von seinen politischen Ansichten auch recht selten. Das begründet aber nicht, warum man irgendwie hier ausrasten sollte, den aus dem Ja. Talk schmeißt und ihn als braunen Wurm bezeichnet. Das ist halt,
nicht das gleiche wie politische Ansichten nicht fühlen. Ja. Ja, das ist ja bei Agitator ist er deshalb so gewesen, weil er noch nicht mal verstanden hat, was der Agitator gesagt hat. Der Agitator meint halt, wenn halt die BSW dann es schaffen könnte, in die Regierung mit einzutreten, dann soll sie halt mit allen verhandeln. So und nicht Personen wie der AfD ausschließen. Weil damit schießt du halt genau wie die gleiche Kerbe wie die Ampelregierung und Co. und machst dich halt unglaubwürdig. Dieses Diffamieren von Personen und ich bin keine AfD-Wählerin, auf gar keinen Fall. Ich mag die AfD nicht. Ja, aber trotzdem zu behaupten, dass alle AfD-Mitglieder alles Rechte und Nazis sind, ist halt übertrieben und Rumgespinner. Ich würde sagen, jeder AfD-Wähler unterstützt definitiv Rechte. Das ja. Und Weil du jeder ja 100 AfD-Wähler maximal hast. unterstützt zwangsläufig auch Leute, die rechtsextrem sind, die halt mit in der Partei drin sind. Selbstverständlich, aber das Problem ist, du kannst ja deshalb aufgrund bloß, weil die diese Leute unterstützen, nicht sagen, dass die das genau so sind. Man muss ja Genau. eher analysieren, warum machen das die Leute? Warum haben die Leute die Fresse voll? Warum gehen die dorthin und sagen, wir brauchen jetzt eine Änderung, wir wollen jetzt dagegen schießen? Ne? Weil zu dem Zeitpunkt, bevor die BSW etabliert wurde, es keine andere Partei gab, die du wählen konntest, die dagegen den Mainstream schießt. Weil die sich ja alle gegenseitig die gleichen Argumente zuschustern, auch wenn sie sich dann wieder irgendwo widersprechen, aber es ist immer wieder die gleichen Zielpunkte, auf die sie hinaussteuern. Ja, ich muss sagen, ich finde, ich fühle BSW in sehr vielen Punkten nicht mit Russlandnähe und so weiter. Das ist ja einiges Aussagen, die halt auch klar da von denen kommen. Also jetzt nicht irgendwelches Framing, was da gemacht wird mit irgendwelchen Verschwörungstheorien in die Richtung, sondern direkte Aussagen fühle ich von der Positionierung her nicht. Aber dass es aufgemischt wird, halte ich auf jeden Fall für gut. Vielleicht gibt es auch andere Alternativen wie Bündnis Deutschland zum Beispiel, die ich sehr interessant finde. Die das vielleicht auch nochmal, die quasi auch eine Anti-Mainstream-Meinung zulassen, eine Anti-Woke-Meinung, aber jetzt ohne hier in die, entweder in die BSW-Richtung oder in die AfD-Richtung reingehen zu müssen. Also ich wünsche mir da irgendwie so nochmal eine Alternativposition. Na, im Endeffekt sage ich mal so, solange es politisch jetzt nichts Radikales ist oder Faschistisches ist, da kann man von mir aus wählen, was man will. Da hat jeder irgendwo seine Berechtigung. Ich zum Beispiel, was die ganze Russland-Thematik zum Beispiel angeht, bin ich da der Meinung, Russland ist halt nicht der einzige Problempunkt an der ganzen Sache. Ne, Nee, sicherlich nicht. du darfst das halt nicht so auf diesen kurzen Zeitraum mit der Ukraine jetzt betrachten, sondern es viel, viel weiter musst du das betrachten. Und wenn du das siehst, was Amerika zum Beispiel für Sachen gemacht haben und dass wir momentan halt eine Regierungsform haben, die halt sehr amerikafreundlich ist und versucht dort sozusagen förmlich in den Po zu kriechen, ne, finde ich das jetzt nicht unbedingt so gut. Wir sollten uns allgemein von Amerika und Asien, was das Thema angeht, entwickeln und uns auf Europa konzentrieren, was das Thema Ja, aber angeht. das Problem ist, ich verstehe halt nicht irgendwie den Punkt von, die USA haben auch schon Kriege angefangen und deswegen darf die Ukraine jetzt nicht selber entscheiden, zu welchem Land sie näher aufbauen. Da ist halt die Ukraine als souveräner Staat schon im Recht meiner Ansicht nach. Aber ich verstehe auch, dass Europa sich zum Beispiel Asien oder irgendwelchen, ja, keine Ahnung, Katar oder Na, sowas nicht anbiedern sollte. Das ist absolut pass korrekt. auf, pass auf, bei dem Thema geht es darum, dass im Prinzip wie so eine Art militärische neutrale Zone erzeugt wird. So, wenn jetzt die Ukraine halt rübergeht, sich Europa anschließt und ins NATO-Bündnis eintritt, dann kommen halt wieder Waffen näher an Russland ran. Es wurde damals aber beschlossen, dass es halt so eine Art neutrale Zone gibt, wo halt keine NATO-Waffen Ja, hingestationiert werden. aber die wurde halt von russischer Seite bereits diese Absprache negiert. Also es wurde von russischen Vertretern selber gesagt, dass diese Absprache nicht existiert hat. Es war damals ein Vertreter der USA, der diese Erzählung in die Welt gesetzt hat. Aber die wurde, also vor Jahren schon, von russischer Seite widerlegt. Also die Erzählung ist von russischer Seite abgestritten worden. Also so wie ich gehört hatte, stand es eigentlich mal fest, dass die Ukraine neutral werden sollte. Von ukrainischer Seite unter anderem auch. Nachdem aber dann die Amerikaner interveniert hatten, haben sich sozusagen
der ukrainische Botschafter entgegengesetzt dazu und wollte dann doch in das NATO-Bündnis ein. Also das ist das, was ich so mitbekommen habe. Es kann natürlich sein, dass ich mich da irre. Also es geht da um die NATO-Osterweiterung. Also es gab damals von russischer Seite die, es gab damals, ich weiß nicht mehr, es war irgendein Vertreter, es war nicht kein russischer Vertreter, soweit ich weiß, der gesagt haben soll, dass es so einen Vertrag gibt. Und es wurde aber auch von russischer Seite mittlerweile klargemacht, dass es keine vertragliche Absprache in die Richtung ging. Also es ist keine, kein Vertrag gewesen auf jeden Fall. Die Ja, im Endeffekt ist NATO-Osterweiterungsverbot. Papa, so, im Endeffekt ist mir das eigentlich so alles vollkommen scheißegal. Ich bin sowieso eher dafür, normalerweise Militär abzubauen. Überall. Weil ich sowieso der Meinung bin, dass Kriege niemals Probleme lösen. Nie und nimmer werden jemals Kriege Probleme lösen, sondern Kriege werden prinzipiell neue Probleme schaffen. Ja, weil, wenn wir es ganz genau betrachten, gibt es immer, sind es einzelne Personen, die irgendwo an der Macht sitzen, die irgendwo ihre Machtinteressen durchsetzen wollen und dann im Endeffekt auf den Rücken der kleinen Leute vor Ort ihre Streitigkeiten austragen. Ja, Ja, definitiv. Das ist ein da Riesenproblem. ist mir dann, da ist mir dann so eine Lösung lieber, wie in Mad Max 3, um genau zu sein. Wir bauen eine Donnerkuppel, dann stecken wir die Streitigkeiten rein, da können sie sich gegenseitig den Kopf einschlagen und dann ist das ganze Thema durch. Ja, wär halt cool, wenn irgendwie die Präsidenten von den Ländern Boxkampf machen würden und das so regeln würden. Das wäre Ja, halt. zum Beispiel. Das wäre halt. Also, ich sehe keine großen Chancen für Putin, aber gut. Ja. Wie auch immer wir jetzt gerade dahin gekommen sind, Weiß ich. Agitator. Und das Agitator Ausrasten vom und Leiter. genau. Ich verstehe halt bei dieser Bubble, da waren wir ja zuletzt immer nicht, wieso dieser Aktivismus, dieses Rumbrüllen, dieses Agitator als braunen Wurm bezeichnen, Leute als Fascho bezeichnen, Leute beleidigen, dich nach vorne bringen soll. Das Ding ist halt, sie trauen sich an die Rechten gar nicht dran. Na, deshalb sagt ja auch ein Dekadent immer, ich rede mit Rechten nicht. Na, er traut sich halt nur an sogenannte Abweichler dran. Na, das sind zwar auch Linke, aber die haben halt nicht meine linke Meinung und deshalb muss ich die angreifen, bis sie entweder sich aus dem Internet verziehen oder meiner Meinung hinterherjucheln. Na, weil damit kann ich meine Meinung verbreiten. Und das ist Quatsch, das ist genau der falsche Weg. Damit machst du dich selbst absolut unglaubwürdig. Man redet nicht, also er sagt ja, man redet nicht mit Faschos, aber trotzdem redet man halt über Faschos und macht sie trotzdem, also, oder sagt immer wieder, wie dumm die sind und so weiter. Das Problem ist, dass man mit so einer Einstellung sich nur selber unglaubwürdig macht und Er hat sich auch nach seinem letzten großen Ding mit, wem war das? Mit Newstime und Jungfelder Tat war es nicht, war es Tillit Pflaster? Ich weiß nicht. Da gab es ja so Stress mit Jungfeld, ich glaube, es war, also der letzte Abweichler war Jungfeldsalat, aber davor war es Herr Newstime und Tilted Floss, die sich gebrieft haben. Genau das meine ich. Tillit Pflaster und Newstime. Ne, da hat er ja seinen großen Stream gehalten, ne, hat sich ja als großer linker Messias aufgespielt, als wenn er jetzt im Endeffekt beide wieder zusammenbringt, weil es sind beides ganz stabile Linke und die halten ja eigentlich, wir sollten ja eigentlich zusammenhalten, wir haben ja eigentlich die gleiche Meinung. Seltsam, beim Herrn Newstime kriegt es Sinn, dass er eine bisschen andere, aber linke Meinung hat. Ne? Ja, da warst So, du einen da hat Schritt er zu sich halt. weit. Ja, so, und da hat er halt was ganz sehr, sehr Tolles gesagt, wo du halt seine Heuchlerei mitgekriegt hast. Ja, er sagte erst, ja, ich war dann halt so privilegiert, dass ich halt abhauen konnte nach Irland. Ne? Und sagt dann 10 Minuten später, ja, ich bin für den Kampf gegen rechts geboren. Ne? So ein großes Maul und wenn er dann vor irgendwen steht, so klein mit Hut. Ja, und dann gibt es natürlich solche Deppen wie Sepp van Doom, die das dem natürlich glauben, die dann natürlich auch propagieren. Ja, Aber wenn Stefan Doom, seine Adresse haben wir ja. Ja, der hat sich ja selbst gedoxt. Der ist ja in Flensburg. Falls das wahr ist. Ist eigentlich schon mal irgendjemand hingefahren? Hat zumindest Hau. Ich Ich meine, er hat weiß, sich dass ja das. eigentlich wäre es ja prädestiniert für den nächsten Drachen dort, aber gut. Ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ich distanziere mich natürlich davon. Ja, selbst das mit Drachenlord, das darf man nicht so
eindimensional sehen. Das Nee, ist nämlich schon Trachtenverhalten ist falsch. nochmal eine andere Geschichte, aber ich sagte ja, also er hat sich ja da schon exposed. Also. Ja, nee, worum es mir geht, ja, von der linken Seite wird ja auch gegen Imp zum Beispiel immer das Thema Drachenlord angespielt. Ja, der böse Imp, der hat da gegen den armen, dicken Mann hier geschossen und hast es nicht gesehen. Ja, man muss da einen Unterschied machen. Es gibt Content Creator, die im Prinzip ja sich zwar drüber lustig machen, aber in erster Linie aufklären wollen. Nimm zum Beispiel einen heiligen Ofenkäse, der versucht sich gar nicht groß drüber lustig zu machen. Der nimmt halt seine Aussagen, versucht da wirklich nüchtern und in Ruhe drüber zu sprechen, gibt da Denkansätze, dass das bestimmte Sachen nicht so hinhauen können und hast du nicht gesehen. Ja, der will wirklich aufklären. Und sowas ist richtig bei Personen wie einen Rainer, wie einen Dekadent, wie einen Finessi, dass du da Aufklärungsarbeit treibst, dass das halt Dünnschiss ist, was die vom Schabel lassen. Na, wenn du dann aber Leute hast, die dorthin fahren und den Leuten dann Schaden zufügen, bringt das Ganze gar nichts, weil das wieder den Menschen, gegen die du versuchst eigentlich vorzugehen, dass es nur Munition gibt, die sie dann nutzen, um gegen dich zu feuern und zu sagen, ja, guckt euch an, das sind alles sowieso alles nur böse Kacknazis, Das alle böse, böse Menschen. ist ja wie die Hater, die jetzt irgendwie auf Shuyoka gehen oder sowas, die ja auch den Kritikern schaden. Mir ist richtig. Die würde ich ja auch Wo, klar wo? verurteilen. Nee, das ist richtig. Wobei Shurioka sich halt nicht wundern braucht, weil Shurioka lässt halt nicht sein. Ja, sie macht ja immer Nö. und immer und immer, immer weiter. Sie sagt ja dann So, und irgendwie wenn auf ich. einmal wieder. Imp, für die Leute, die nicht wissen, wer Imp ist, hatte mal ein Format mit Imp ist einem entsetzend. Neonazi. Das hat sie so Ja, genau. gesagt. Ist ein Neo ja. Sie Dorian ist ein hatte, ganz böser Neonazi. also es braucht man auch nicht belegen. Nein. Und das weiß sie auch woher, weil sie Dorian wahrscheinlich persönlich sehr, sehr gut kennt und er ihr das im betrunkenen Zustand, als er ehrlich war, ausnahmsweise mal so einfach gesagt hat, ich bin Neonazi, das ist auch auf einen Zettel geschrieben, notariell Genau beglaubigt und so so ist weiter. Ich schätze mal, daher es. weiß sie das. Nee, weißt du, woher das kommt? Er hat bei einem Das. Rap-Battle mal getrollt, oder? Nee. Das kommt sogar ganz woanders her. Und zwar, du weißt ja, Shurioka ist auch ÖRR-Fan, ne? So, und der ÖRR hat halt genauso Ah, es geht versucht. um Jan Böhmermann, um die Geschichte. Nee, nicht um die Geschichte mit Jan Böhmermann. Das war noch lange, lange davor. Da war noch mit Dorian, den Übermenschen, wurde da damals eingeladen und die hatten halt unter anderem ein T-Shirt an. Und ich war das Dorian oder war das Imp, der das T-Shirt getragen hat? Das weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls waren die eingeladen, sollten halt so ein bisschen mit dem sprechen, so ein bisschen Escort-Geschichte und hast nicht gesehen, was es damit auf sich hat. Vielleicht noch ein bisschen über Thematik Drachenlord oder so. Jedenfalls wurden die halt unter einem Vorwand dorthin gelockt. Die haben das Interview geführt. Und wurden dann aber hinterher als böse rechte Leute dargestellt. Im Prinzip so ähnlich, wie sie es mit Marceline gemacht haben, so ähnlich, wie sie es jetzt zum Schluss mit Rezo versucht haben, einen falsch darzustellen, so ähnlich, wie sie es versucht haben, mit der ganzen Metal-Szene in Wacken darzustellen. Ne, Punk macht halt keine gute Arbeit. Ja. Ne, es ist schön, dass sie immer mal so Oftmals einzelne nicht. Sachen haben. Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass Funk mit Absicht, zum Beispiel hier, wie heißen sie, der Reporter, ihre Leute für dumm verkauft, ist ganz schön zu sehen bei der Reportage über die Menschen mit BID. Body Dysphoria, nee, Body, warte, Body? Nee, BID, Body Integrity Dysphoria. Ah, ich glaube, ich weiß, ich glaube, was Leute, die glauben, dass sie einen Arm oder ein Bein weniger haben und wo die dann irgendwie so Hitzetests machen, wo die da so heiß hinmachen und der zieht irgendwie schon so bei 30 Grad weg, weil es ihm zu heiß ist, auf der Ja, Seite, wo er einen Arm so hat ähnlich. und auf der anderen Seite hört er ganz normal auf. Pass auf, der Typ, den sie da interviewt haben, der hat gesagt, ja, der will angeblich sein Bein loswerden. Ne, der will es unbedingt weghaben, weil das fühlt sich falsch an. Jetzt ist das Lustige, der ist in einer Stadt, wo er schon nicht bekannt ist. Und anstatt, dass er sich bereits schon das Bein abgebunden hat und die mit nur einem Bein empfängt, weil er sich ja so wohler fühlt angeblich, empfängt er sie mit beiden Beinen. Ne, dann reden sie erstmal hin und her, dann geht er mit seinen Krücken und den Leuten durch die Gegend. Also ich weiß nicht, wenn ich geübt darin bin, weil ich das Bein hasse und versuche, mich so zu outen, gehe ich ja regelmäßig Müllkrücken, aber da war ganz schön aus der Puste. So, dann das nächste, was dann seltsam war, wo er gefragt wurde, was wäre dir lieber? Würdest du lieber ohne Leiden leben und mit zwei Beinen oder würdest du lieber die OP gesponsert bekommen? Ja, wenn du so einen Knopf hättest, wo du drauf drückst, komplett ohne Leiden leben.
Ja, hat er gemeint, nee, also ich bin so wie ich bin, ich will die OP wenn haben. Wo ich mir denke, hä, bist du bescheuert? Wenn ich die Möglichkeit hätte, als Transfrau auf den Kopf zu drücken Ja. und im besten Fall zur Frau zu werden, deshalb sage ich ja im besten Fall, Ja, also selbst wenn ich jetzt nur die Geschlechtsidentität verlieren würde, ja. ja, dann würde ich den Knopf drücken und dann ist das Leiden weg. Ja, ich glaube, das Ding ist halt auch, man kann sich ja nicht vorstellen, wie das dann wäre, einfach nur ein Mann ohne Geschlechtsdysphorie zu sein, jetzt in deinem Fall. Das ist ja genauso, wie es für mich nicht vorstellbar wäre, eine Frau ohne Geschlechtsdysphorie zu sein. Deshalb sage ich Genau. ja, der Zauberknopf, ich drücke drauf und das ist weg. Ja, ich Ja. muss es mir ja nicht mal vordenken. Ich weiß aber, dass ich ohne das Leiden besser leben würde als mit dem Leiden. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, den Knopf zu drücken und das Leiden loszuwerden, im besten Fall, deshalb sage ich im besten Fall, dass ich dann biologisch komplett Frau bin, würde ich den Knopf sofort drücken. Dann ist das Thema durch. So. Klar. Und jedenfalls ging das dann weiter. Da waren sie dann bei dieser Ärztin, die das Ganze getestet hat. Und da hat er auf sein eines Bein, also hat er jeweils immer auf dem Bein, so eine kleine Heizdiode geklebt bekommen. Und er sollte dann auf die Taste drücken. Sie haben herausgefunden, der Unterschied der Gradzahl betrag circa 15 Grad. Dumm war für die Reporter, dass sie die Zahlen gezeigt haben. Das gesunde Bein, was ja angeblich so extrem geschmerzt hatte, hat er circa bei 30, 32 Grad geschmerzt. Das böse Bein erst bei 47 bis 49 Grad. Komisch. Und wie ist das bei einem normalen Menschen, der, also den normalen Menschen im Sinne von jemandem, der nicht diese absolut real existierende Störung hat? Na, ich habe da ja spaßeshalber was anderes gesagt. Ich habe dann gesagt, was ist denn, wenn jetzt 1040 Grad Sonnenschein ist? Rollt er dann einen Schrein durch die Gegend oder was? Ich schätze mal, dann wieder beide Beine abschneiden und so. Ja, nee, aber es ist halt so unsinnig. Das gesunde Bein, was ja im Prinzip für den restlichen Körper steht, schmerzt angeblich bei 32 Grad. Das ist ja, das ist ja, es ist ja seine eigene Körpertemperatur. Was ist mit der? Also, die müsste ja schon ihm Ja, wehtun. das ist es ja. Der hat halt mitgekriegt, dass es gerade so ein bisschen warm geworden ist und hat direkt draufgedrückt. Ist Na, halt. und beim kaputten Bein hat er gewartet, so lange wie er es aushalten kann und dann drauf gedrückt und Ja, dann, ja, ja. Mann, ich bin ein. Aber tut dem seine Körpertemperatur den dann auch in dem gesunden Bein weh einfach? Vielleicht ist das ja sein Problem. Ja, nee, da hat halt die Leute verarscht und die haben es halt. Wie gesagt, entweder haben die Reporter, sind die echt so schlecht und haben das nicht mitbekommen und haben das deshalb reingeschnitten. Oder die denken halt, dass die Leute, die dort zuschauen, halt so beschränkt im Kopf sind, dass die das eh nicht mitschneiden. Bei mir wurde ja damals vorgeworfen, warum BID zu haben anders ist als trans zu sein. Na, habe ich gesagt, weil wenn ich meine Operation durchführe und mein ganzes Zeug, mich das nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt. Na, ob ich jetzt Kinder bekommen kann oder nicht. Ja. Beeinträchtigt habe ich mein Hauptleben nicht. Eigentlich nicht, ne? Also es kann natürlich doof sein, aber. Ja, aber da gibt es dann halt andere Möglichkeiten, die du dann ja auch finden kannst, wie du dann vielleicht auch zu dem Kind kommst. Wenn du jetzt eine Partnerin oder einen Partner findest und sagst, okay, die bringt ein Kind mit in die Beziehung, dann gibst du halt dem Kind die Liebe, die du deinem eigenen Kind geben würdest. Oder ihr Klar. entscheidet euch das dann zu versuchen, ein Kind zu adoptieren. Und gibt es dem Kind dann die Liebe. Ne? Also da gibt es genug Möglichkeiten. Ja, ich verstehe den Gedanken von eigenen Kindern haben wollen schon. Also das ist jetzt nicht komplett abwegig oder so, aber ja, also es ist Ne? Ich erstmal ändert deinen Punkt nicht. nee, das ist ja das, was ich meine. Ne? Das ist vollkommen egal, ob ich da im Prinzip das Geschlechtsteil loswerde oder nicht. Es nimmt mir nicht Lebensqualität. Ich kann trotzdem so leben wie jeder normale andere Mensch. Wenn mir aber jetzt ein Bein oder ein Arm fehlt, ne? Dann tue ich mich schwer beeinträchtigen und habe ganz große Probleme im allgemeinen Leben. Ja, mit einem Arm Autofahren ist schwer, mit einem Arm Motorradfahren gar nicht möglich. Und ich fahre gerne Motorrad. Ja, definitiv. Also ich verstehe das, ich verstehe das sehr gut, aber ob sich Funk da mit Absicht so veräppeln lässt oder ob die denken, ja, es wird ja schon keiner machen oder ob die einfach nur Klicks wollen. Nein, ich denke, die wollen schon so eine gewisse Art und Weise der Ideologie vorantreiben. Also das ist so der Hauptpunkt von denen. Deshalb sind die ja so schlecht am Recherchieren und
bringe ja jeden möglichen Müll und dazu unsere Fragen. Ne, ich habe dann versucht, auch mehrfach das Video anzugucken und dann auch im Stream. So, und mir kam das so vor, als wenn der Typ auch immer wieder, wenn er da was gesagt hat, so grinsend die Backen hochgezogen hat. Ne, du hast es halt nur schwer erkannt, weil er hat ja mit Absicht die ganze Zeit seine Maske getragen. Also, was heißt Maske? Sein Tuch, was er sich vors Gesicht geschnallt hat. Ja, aber selbst da siehst du, wenn jemand halt so ein bisschen grinst, dann siehst du halt, wie sich da ein bisschen was bewegt. Ach, Ja, es ist. das war einfach Jay Riddle. Nee, also Jay Riddle sieht gut aus dagegen. Dagegen, okay, das war ein Front an Jay Riddle. Nee, das war eher ein Front gegen den Typen, der sich das Bein abschneiden wollte. Jay Riddle sieht gut aus und der. Lass mal das. Ja, Chat ist überzeugt von Jay Riddle. Ja, ich finde das wild. Also Funk, die sollten schon mal darauf achten, dass sie nicht so dermaßen viele handwerkliche Fehler begehen und so weiter. Die machen sich halt unglaubwürdig und damit bieten sie auch Potenzial für Leute, die Desinformation gezielt betreiben und sogenannte Alternativmedien und sowas, die dann halt auch Schwachsinn verbreiten. Dementsprechend sollten die einfach mal besser sein. Und man ist nicht anti, nur weil man kritisiert oder weil man sagt, die machen es halt nicht gut. Nee, ist richtig. Außerdem ist ja es Probleme anzusprechen und dass da Sachen nicht richtig gelaufen sind. Das ist doch wichtig und sorgt auch nur dafür, dass du dich weiterentwickeln kannst. Ne? Deshalb heißt ja auch von meiner Seite aus immer die Versuchung der Aufklärung, jetzt um mal wieder zu dem Thema Trans zurückzukommen, halt aufzuklären, was ist Trans, wo ist da das Problem, was brauchen die Betroffenen wirklich? Ne, brauchen die Betroffenen irgendwo ein Christopher Street Date, wo sie alle halbnackt durch die Gegend rennen, wo sich Leute als Hunde verkleiden, bloß um ihren Spaß zu haben? Nein, wir brauchen mehr Aufklärung im Bereich, was sind deren Probleme, was für Sachen müssen die durchstehen, wie kann man denen helfen? Und das Erste, wo ich ansetzen würde, wäre zum Beispiel die Finanzierung der Transition. Weil dieses TSG, ne, diese Personenstandsänderung, kostet halt verdammt viel Geld. Da müsste man vielleicht rangehen, ne, um zu sagen, dass man den Leuten, die wirklich die Schritte alle gehen, die sich an ihre Richtlinienverfahren halten, dass man die Leute dann finanziell unterstützt. Genauso wie die ganze Angleichungs-OP, ne, dass das da die bestmöglichste Versorgung gewährleistet wird. Für den minimalsten Preis für die Betroffenen. Das wären so Punkte, wo man sagen könnte, das ist wichtig, dass man da rangeht. Und Einfach nicht die zu sagen. reellen Sachen, anstatt irgendwo hier Diskriminierung Genau. und Probleme zu erfinden, wo keine Genau. sind. Weil der Vorwurf der Diskriminierung zum Beispiel bei den Fragen ist ja auch totaler Nonsens. Es wird ja immer gesagt, ja, die Fragen im TSG, die dir gestellt werden von zwei verschiedenen Therapeuten, die sind so abwertend, die sind so schlecht, die sind so schlimm. Dort hast du mit Absicht Sexualtherapeuten. Die wissen, auf was sie achten müssen, um zu erkennen, ob bei dir ein Leiden vorliegt oder ob es denn vielleicht nur ein Fetisch ist, den du ausleben möchtest. Deshalb Und trauen ich. sich bestimmte Menschen auch nicht dorthin. Ne? Oder versuchen sich halt Leute zu suchen, die dann sehr transfreundlich sind, um es so zu sagen, ne? Um das dann durchgeboxt zu bekommen. Ich würde das gar nicht als transfreundlich bezeichnen. Die anderen sind ja nicht unfreundlich. Ich meine, das heißt nicht automatisch nur, dass du freundlicher bist. Das heißt auch, dass du eben potenziellen Missbrauch verhinderst von solchen Nee, du Sachen. verstehst mich da gerade Ja, falsch. ja. Mit transfreundlich meine ich diese Leute, die halt nicht genauer hinterfragen Ja, genau, aber und die halt. das ist nicht unfreundlicher, so würde ich das nicht bezeichnen, sondern einfach, du verhinderst eben auch, dass das missbraucht wird dadurch. Ja, also ich meine ja auch nicht, dass die Normalen unfreundlich sind. Die Grenzen sind halt normal. Genau. Ne? Also für mich ist das normale Verhalten, so wie es wichtig ist, halt um zu erkennen, liegt da jetzt ein Leiden vor oder nicht? Oder liegen da andere Beweggründe vor? Ne? Das ist halt das Normale. Oder hast du halt vielleicht doch einen Fetisch, der da vorliegt? Ne? Dass es da halt nicht nötig ist, dass sich da wirklich jemand drum kümmert. Und da sind wir dann wieder bei der ganzen Kategorie von Menschen, die halt sagen, ja. Ich bin trans und habe keine Geschlechtsdysphorie. Ich bin trotzdem trans. Hey, hey, hey. Ich darf es trotzdem. Ja, und da ist doch dann der Hund begraben. Ne? Ja.
Ja, was kann man eigentlich dazu sagen? Man sollte einfach ein bisschen aufpassen, was man eben als feindlich bezeichnet, wie man seinen Aktivismus rüberbringt, dass man sich auf die wirklichen Probleme fixiert und nicht auf irgendeine Bezeichnung, ob das jetzt eine Störung ist oder nicht. Oder. Ist doch ganz einfach. Ist doch ganz einfach. Wenn irgendwelche dummen Sprüche oder Scherz gemeint sind, dann lachst du mit rüber und dann ist das Thema durch und dann ist das nicht transfeindlich. Wenn du jetzt einen Klatzenkalle vor dir hast, der versucht dich mit aller Macht einfach zu diskriminieren, runterzusauen und dergleichen zu machen, das kannst du als transfeindlich bezeichnen. Wenn Genau, jemand. das Ding ist ja, wenn da in WHO drin steht, ob das eine Störung ist oder nicht, das wird nicht dafür sorgen, dass jetzt irgendjemand dich als gestört bezeichnet oder dich runtermacht deswegen. Die werden das unabhängig davon machen. Das Ja, können die da das Problem rausschreiben oder reinschreiben, Leute, die dich dafür mobben wollen, werden dich dafür mobben. Aber so sieht's aus. wenn das jetzt da drin steht, heißt das nicht, dass man das fünfmal am Tag irgendeine Person ins Gesicht sagen muss und die nur um die damit zu mobben. Das ändert ja nichts dran. Kannst ja trotzdem ein Ist guter Mensch richtig. sein. Ja, du hast doch aber trotzdem eine Störung. Jemand, der schwere Depressionen hat doch auch eine Störung. Genau, aber du musst Da ja ist das es denen nicht okay. tausendmal ins Gesicht sagen. Das ist halt der Punkt. Ja, Das ändert nichts das an dem machst du ja Fakt. nicht. Aber ja, worum es mir da eher geht, ist halt, dass da diese Doppelmoral mitschwingt. Ne? Bei Personen, die jetzt eine Depression haben, dass als medizinisch diagnostizierte Störung existiert, das ist schon okay, das ist mir egal. Aber Hauptsache bei Transfrauen ist Störung ein ganz böses Wort. Es ist genauso wie Transsexualismus oder Transsexualität. Ne? Die raffen ja alle nicht, dass dieses sexuell, ne, von dem Sexus kommt, von dem Geschlecht. Ja, klar. Nicht, dass du da irgendeine Neigung zu irgendwas hast. Ich kann es verstehen, dass da der eine oder andere das vielleicht nicht mag, weil er denkt, okay, das könnte man falsch verstehen. Da gehe ich zum Beispiel so weit den Leuten Aber entgegen, dass ich sage, okay, dann bezeichnen wir es halt nur noch als transgender oder transgeschlechtlich. Okay, dann lassen wir es so. Aber da bezieht sich ja trotzdem noch auf das Geschlecht. Ne? Das ist ja immer noch der Fokus. definitiv. Das kann man ja nicht in einen Topf werfen mit Leuten, die jetzt hier irgendwie mit Absicht misgendern oder mit Absicht irgendwie Leuten ins Gesicht sagen, dass sie gestört sind oder dass sie niemals. Ich meine, dass man niemals als Transperson eins zu eins das angeglichene Geschlecht erreichen kann, Das ist auch nicht. ist ja leider so. Aber das brauchst du ja trotzdem niemanden immer wieder ins Gesicht sagen oder so. Das heißt nicht, dass der Fakt nicht existiert. Ja, das ist doch auch vollkommen egal. Wenn du jetzt nicht unbedingt denkt auf Creep machst, ne, sondern versuchst das wirklich umzusetzen, versuchst das Bestmögliche anzugehen, ne, dich nicht versuchst selber mit Absicht zu sexualisieren in Extreme. Na, gut, es gibt auch Leute, die sich gern mal schick anziehen und dann vielleicht ins Club feiern gehen. Da ist nichts dagegen zu sagen. Ich bin ja selbst aus der Gothic-Szene und wenn ich feiern gehe, dann ziehe ich mich vielleicht auch ein bisschen körperbetont an. Es ist möglich, aber das mache ich halt, weil es mir gefällt und nicht, weil ich irgendein sexuelles Bild abgeben will und ganz genau weiß, dass ich halt dort, wenn ich dorthin gehe, schon mal gar nicht so schräg angeguckt oder schräg angemacht werde daraufhin. Na? So, dann ist das eine Geschichte, aber weil das könntest du dann auch jeder Frau vorwerfen, die feiern gehen will und sich körperbetont anzieht. Ne? Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du im Alltag versuchst, dich wie eine Schlampe zu kleiden, weil du denkst, dass das muss jetzt so sein. Du musst durchweg in extrem High Heels, Minirock und dergleichen rumrennen, obwohl du im Gesicht aussiehst wie Hans-Werner Olm als wie hieß, Luise Kuczynski. Dann solltest du dir vielleicht überlegen, mache ich vielleicht irgendwas falsch? Weil das, was auch nie gesagt wird, ist, dass der erste Schritt im Bereich der Geschlechtsangleichung ist meistens immer der Weg des Passings. Dass du dich erstmal guckst, was ist dein Stil? Wie fühlst du dich wohl? Ja, und das machst du meistens in dem Zeitraum, bis du dein Indikationsschreiben hast. Na, du hast ja dann auch deine Gespräche mit deiner Therapeutin, die dir dein Indikationsschreiben ausstellt. Na, kümmerst dich dabei um dein eigenes Passing, so wie du dich wohlfühlst und dergleichen und versuchst dich da halt schon mal auf die Seite anzupassen, um dir da deiner Geschlechtsdysphorie entgegenzuwirken. Ne? Und da hilft halt auch kein falscher Blick in den Spiegel, wie eine Gazelle, die halt aussieht wie ein dürrer Kerl in Weiberklamotten, der in den Spiegel guckt und dann sagt, ja, ich bin ein hübsches Mädchen. Nein, sorry, Gazelle, das tut mir leid, dass ich dir da vielleicht deine Fantasie Ich meine, wegnehme. Nein, tut mir du leid. kannst dich ja nicht einfach
als attraktiv oder unattraktiv bezeichnen. Das geht ja einfach nicht. Das ist ja, du kannst dich selber so finden oder so fühlen, das ist ja in Ordnung, aber das heißt nicht, dass es jeder akzeptieren muss. Ja, das meine ich ja nicht, aber so ein gewisses Maß Ja. an Selbstreflexion. Ne, um Ja, selbst zu sagen, klar. wie sehe ich denn aus? Ich zum Beispiel bin sehr, sehr kritisch mit mir selbst. Ich gucke in den Spiegel und finde mich meistens mehr zum Kotzen als positiv. Ja, Ne, ich hab schon öfters in meinem Chat gelesen, du siehst gar nicht so schlimm aus, mach dich nicht selber runter, hast dich gesehen. Das ist eine ganz eigene Thematik. Und jede Transperson versteht das, was ich da durchmache, weil du siehst halt besonders während deiner Transition viel zu viele Sachen, die dich halt unter anderem in dein altes Geschlecht ändern, die dir sagen, das ist falsch, das muss weg. Und das zieht dich halt runter. Und dafür hast du unter anderem auch deine Begleittherapie im ganzen Prozess. Safe. Also ich finde da auch, da ist doch eigentlich auch, also ich finde, da ist eigentlich ja auch nicht viel falsch dran. Das kann man ja auch. Also das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ich finde, da ist jetzt auch nichts feindlich dran oder sonst was. Ja, eben, aber das findet halt eine ganze gewisse Bubble, über die ja das Gespräch die ganze Zeit schon geht, Ja. halt eher negativ. Und als attraktiv oder unattraktiv kann sich doch eh niemand bezeichnen. Also das kann man ja nicht selber identifizieren und dann müssen es andere anderen auch so sehen. Ja, doch, man kann sich schon selbst sagen, ob Ne, man sich finden selbst kann man attraktiv sich. bezeichnet. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt bitte hier eine 10 von 10 sein und das hat auch jeder so zu akzeptieren. Und wir Das bekommen gerade einen ist Raid rein. richtig. Ja, vom guten Herr Seller. Ich habe mir den Chat mittlerweile nebenbei auch aufgemacht und habe nebenbei hier, neben meinem Chat. Willkommen Raiders, was geht, was geht? Wir haben gerade einen Talk Ich mit der lieben Lexi. versuche mich halt mehr auf das Gespräch mit dir zu konzentrieren und ignoriere das halt auch ganz doll böse meinen Chat. Mein lieber Chat, ich habe euch ganz doll lieb. Für euch mache ich extra nochmal kurz die Arsche schon, weil ich euch ganz doll lieb habe. So, ich habe so kleine Clips, unter anderem von Spaceballs, wo Lord Helmsche fragt, wie viele Arschlöcher sind denn hier noch? Ja, rundrum, alle stehen auf, schreien, wir alle. Ja, und der dreht sich dabei rum und sagt dann, ich bin also doch von Arschlöchern umgeben. Ja, ich mache da immer so meinen Spaß mit meinen Chats, sagt, das sind meine Arschlöcher, ich liebe sie dafür, dass es meine Arschlöcher sind. Und ich bin froh, dass meine Arschlöcher bei mir sind. Ja, weil wir nehmen uns halt selbst aufs Korn, wir versuchen halt nicht alles so ernst zu nehmen und machen uns eher lustig über so einen dummen Scheiß. Ja, also ja, so eine gewisse Selbstironie sollte ja eigentlich auch immer dabei sein. Das ist ja auch absolut nichts falsch dran. Ja, also ich fand das jetzt tatsächlich ziemlich spannend heute. Wir hatten einige Themen jetzt angeschnitten soweit. Ich finde, es ist irgendwie interessant, dass man deine Meinung so überhaupt nicht als richtig ansieht, dich irgendwie als Woman for Trump oder sonst was da bezeichnet, als Token und Co. Also wenn bitte dann Transwoman vor Trump. Wie siehst du es eigentlich? Sollte man bei Frauen immer Cis dazu sagen, bei biologischen Frauen? Nein, und das kann ich auch begründen, warum. Man sollte weder Männer noch Frauen als Cis bezeichnen, weil wenn du dir mal die ganze Argumentationsstruktur anschaust von dieser Woke-Bubble, wird dieses Cis immer dann besonders hervorgehoben, wenn es halt darum geht, Menschen abzuwerten. Ne, sieht ja zum Beispiel das letzte Video von Finesse hier auf Salami an, wo sie gesagt hat, ja, du bist sowieso nur ein Cis-Hetero-Kerl, was weißt du denn schon? Ne, jedes Mal, wenn es darum geht, jemanden abzuwerten, der nicht queer ist oder nicht dieser Bubble entspricht, wird dann immer gesagt, ja, böse Cis-Hetero-Person. Ne, egal ob Frau oder Mann. Ja, Also nein, ich bin nicht. ich find das auch irgendwie komisch, weil Männer sind halt Männer und Frauen Frauen. Und ich finde, man muss da jetzt nicht irgendwie ein Cis davor hängen. Es blieb doch eigentlich das Gleiche soweit. Eben, außerdem ist ja das Trans für mich sowieso nur dazu da, um anzuzeigen, dass ich in meiner Transition bin, dass ich auf dem Weg hinüber bin zum anderen Geschlecht. Aber wann würdest du sagen, ist man fertig, wenn man sich fertig fühlt, oder?
Das kommt halt auf Personen, auf die Person selbst drauf an. Ich kann dir sagen, dass das so gut wie alle Transpersonen, die wirklich die Geschlechtsdysphorie haben, versuchen das einschließlich mit der geschlechtsangleichenden Maßnahme abzuschließen. Natürlich gibt es auch immer wieder Gründe, warum sie das nicht machen können, wie zum Beispiel extreme Angst vor OPs. Ne, Ja. dann bist du nicht in der Lage, dir die OP durchzuführen. Oder du hast medizinisch andere Gründe, warum der Arzt sagt, nee, sorry, bei Ihnen können wir die OP nicht durchführen. Ne, dann kannst du halt versuchen, was dagegen zu tun, anzukämpfen, das vielleicht doch umzusetzen. Dann gelingt dir es vielleicht, das noch zu machen. Oder du hast halt Pech und du musst dich damit abfinden, dass du es dann nicht erreichen kannst, das Ideal. Ne, Ja. aber du hast dann trotzdem immer meistens noch so die Thematik, dass du dann den Bereich, um den es da geht, dass der dann trotzdem aus dem ganzen Intimitätsprozess meistens trotzdem rausgenommen wird. Verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst. Also ich finde das irgendwie eine recht beunruhigende Entwicklung, dass man jetzt zu Frauen und Männern Cis-Frauen und Cis-Männer sagt. Weil irgendwie ist es ja, es sind ja einfach nur Frauen und Männer. Da ändert sich für mich halt, sollte man keinen Begriff umdeuten. Ja, aber ich würde sagen, soweit sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich finde, wir haben auf jeden Fall einiges, ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen, ich habe einiges gelernt. Für mich kam das jetzt auch glaubwürdiger rüber als das, was jetzt hier eine Finessi und Co. sagt. Das sind ja Ja, die wie kann richtigen das nur sein? Betroffenen. Du bist ja die falsche Betroffene. Deine Meinung Ja, zählt nicht. ich bin halt ein rechtspopulistischer Token aus dem Osten. Was willst du erwarten? Und ich bin leider nicht privilegiert, ich bin leider noch aus der Unterschicht. Ne? Ich habe leider nicht so viel Barne bekommen in meinem ganzen Leben durch meine Eltern, wie jetzt eine Finessi zum Beispiel, die schön. Ja, aber das ist ja vollkommen egal. Ich bin halt nicht so gebildet. Ich habe auch keinen akademischen Abschluss. Ne? Ich bin leider nur so weit gebildet, dass ich ein allgemeines Fachabitur habe, dass ich eine fertige Ausbildung als Industriemechatroniker habe. Ne? Und ja, ich benutze das böse, böse generische Maskulin. Darfst du Dass ich das? eine. Mache ich einfach, ist mir scheißegal. Okay. Dass ich dummerweise mich weitergebildet habe und den SBS-Facharbeiter gemacht habe. Dass ich genug Erfahrung im Bereich Instandhaltung habe und dass ich dummerweise jetzt mich selber noch mal weitergebildet habe im Bereich Anwendungsentwicklung in der IT. Ja. Bin halt doof. Aber immerhin hast du nicht irgendwie hier so fünf Sponsorings, die unten im Stream da durchlaufen und so, was Ja, es auch immer ist. Löwenanteil, das liegt. Elgato und Co. Ja, das liegt halt daran, dass ich nicht gebildet genug bin, deshalb kriege ich sowas nicht. Ja, und wahrscheinlich auch nicht betroffen genug, weil ist ja nur Token. Ja, doch, ich bin schon betroffen, aber ich habe Aber halt so viel Token halt. innerliche. Ja, ich habe halt so viel innerlichen Hass, Selbsthass, weil ich trans bin, dass ich halt diesen Transhass auf andere abwälzen muss. Ja, das Ding ist, ich habe halt auch so eine kleine Gruppe, da rufe ich jeden früh an. Wir unterhalten uns da gerne, Fuis, kann ich dich gerne hinzufügen. Dann machen wir meistens das so, wir reden als erstes mir meine Existenz ab. Wenn ich dann so richtig schön transparent geworden bin, überlegen wir, wen wir uns als nächstes vornehmen und dann den ganzen Tag über reden wir nur dieser Person die Existenz ab. Okay, ich finde das eigentlich auch ein praktisches Konzept von P Personen, die Existenz absprechen. Zum Beispiel glaube ich nicht an die Existenz von Karl oder so. Vielleicht verschwindet er dann irgendwann mal. Ja gut, Karl ist mir aber jetzt nicht queer genug. Also würde er sich jetzt als trans verorten, könnte ich meinen Transhass gegen ihn richten, weißt du? Nee, ich finde aber im Allgemeinen, wenn man Personen sagt, dass sie nicht existiert, oder zum Beispiel könnte ich ja so Karl sagen, er ist kein bärtiger Mann oder sowas, was er auch nicht ist, dann würde ich ja seine Existenz absprechen und dann gibt es den ja auch nicht mehr. Ein Problem weniger. Aber wo ist ja eigentlich aufgefallen, dass er identifiziert sich als rote Sonne. Hat sehr gut funktioniert bisher. Man sieht ihm auch richtig an, wie er eine strahlende rote Sonne geworden ist. Ne? Funktioniert super. Funktioniert super. Gut, dann bedanke ich mich fürs Gespräch, würde ich sagen. Gerne jederzeit wieder. Ja, kannst du dich melden, wenn du oder ich melde mich, wenn irgendein Thema gerade wieder hochgekocht ist, wenn irgendwas wieder Gerne. gerade aus dieser Bubble da kommt oder was auch immer, wenn ich Fragen habe. Ja, schreib gerne, Apropos. danke Lexi in die Kommentare auf YouTube oder in den Chat jetzt.
Ich habe da noch eine kurze Frage. Eine kurze Frage. Wir haben ja Gerne. jetzt miteinander gesprochen und du bist ja eigentlich noch minderjährig. War das jetzt eigentlich Verführung Minderjähriger, dass ich mit dir gesprochen habe oder nicht? Ich würde sagen nicht. Also solange du nicht hier den Kahn machst und Ja, da habe ich auch Glück inappropriate gehabt. Sprüche Ja. raushaust. Ja, da habe ich auch Glück gehabt. Ich dachte schon, dass ich dich auf die dunkle Seite der Macht gezogen habe. Also noch tiefer werden Nee, Verführung noch tiefer geht's Minderjähriger. eh nicht mehr. Noch tiefer geht's eh nicht mehr. Ja, jetzt geht's nicht tiefer. Jetzt geht's nicht tiefer. Okay, schaut bei Lexi vorbei. Ich werde es auf jeden Fall hier irgendwo verlinken bei YouTube. Hier jetzt gerade ist es eben Streamtitel verlinkt, dass da ein Follow da. Und man sieht sich dann im nächsten Video oder so, oder bei Lexi.